So. Da sind wir wieder da. Was ist das hier eigentlich? Achso. Okay. Ja, verstehe. Gut, weiter geht's im Text. Weiter geht's in die Text. So, laden. Ich warte übrigens, dass ich endlich meine Sentry-Gun bekomme. Die ist geil. Und komm mit. Aha, seht ihr? Er. Da ist er. Also diesmal ist er mitgekommen, sehr schön. Da haben sie den Fehler also offensichtlich behoben. Wie gesagt, es gab mal eine Version, da ist der, wenn immer despawned, beim Map-Wechsel. Heißt also, er kam nicht mit. Ja, er steht auch gerne mal im Weg rum. Wichtig ist, lasst ihm nicht zu viel Arbeit machen, weil wie gesagt, er ist ein ganz normaler Charakter und er ist dumm. Er kann also sehr schnell sterben. Er ist zwar super gut im Ausweichen, weil er halt KI gesteuert ist, aber es ist nicht gerade die beste KI. So, jetzt mal, hier rum. Na komm, geht doch. Was? Was für ein Sound? Der hat die Komplexe? That was clear. Minigun. Ich hab a fucking Minigun. Wow, was? Wie wo? Wo bist du? Komm, zeig dich. Okay. Danke. Achso, ja, ich habe noch keinen Upgrade. Ja, bei Project Brutality gibt es genauso wie bei... die Weißen, ja. Die Weißen sind praktisch nochmal ein Upgrade zu den Schwarzen. Die Dinger sacken es fuck, wo ist jetzt der andere hin? Da kommt noch einer. Ist auch egal. Also es gibt sehr viele verschiedene Imps bei Project Brutality. Es gibt sowieso bei allen Gegnern, also es gibt hoffentlich verschiedene Zombies, es gibt verschiedene Imps, es gibt verschiedene, also Project Brutality ist sehr umfangreich, was das Gameplay angeht. Ach, hier ist er ja. Was machst du denn hier unten, Junge? Wow. Achtung, nimm die Rakete. Boah, Alter, der steht genau daneben, ist das ein dummer Junge. Und gerade mit den Fässern aufpassen, weil die scheinen ihm natürlich auch. Und gerade mit Fässern hat er nur die Angewohnheit, sich sehr gerne auch mal selber aufzubringen. Weil er dann direkt neben dem Fass rumschießt. Deswegen, also ist halt nur eine KI, ne? Man kann davon jetzt nicht die ganze Welt erwarten. So, hier hat er bereits aufgeräumt. Das war sehr nett von ihm. Dafür später auch mit so einer Bezahlung. Oh, er hat draufgejumpt. Nice. So, hier muss ich jetzt aufpassen. Das Problem ist nur, ich würde ihn mit wegkicken. Scheiße. Das heißt also, ich muss vorsichtig bleiben. Ging eigentlich sogar. Wow. Danke. Sehr schön. So, jetzt habe ich hier Rüstung, die ich natürlich brauche. Schade eigentlich. Obwohl, ist natürlich nicht schade, dass ich keine Rüstung brauche. Es ist natürlich schön, wenn man keine Rüstung braucht, wenn man noch welche hat. Aber... es tut einem im Herzen doch weh, dass man sowas nicht mitnehmen kann. So, da hinten ist noch ein Secret. Da muss ich dann durch das Säurebad schwimmen. Da habe ich noch nicht so die Lust drauf. Ich will erstmal was anderes machen. Und zwar... hier hingehen. Das ist der nächste große Abschnitt. Ja.
War das gut? Alter, jetzt wollte ich gerade genau den Moment auf das Fass schießen. Ich hab auf das Fass schießen, wo er daneben war. Wow. Wurde es nicht von dem Fass erwischt? Du Wichser. Ansonsten, es herrscht, glaube ich, kein Friendly Fire. Heißt also, ich kann durchaus auf ihn schießen, das tut ihm nichts. Aber wenn die Attacken, die ich halt ausführe, Splash Damage verursachen, sprich also, wenn ich so mit dem Fässer hochjage, dann können ihm die Fässer wiederum umbringen. Deswegen immer schön vorsichtig sein, dass man ihn ja nicht in irgendeine unglückliche Lage bringt. Genauso wie die einen selber auch nicht, also nicht verletzen könnten mit ihren Schusskugeln, aber wiederum mit Splash Damage. Es gibt allerdings eine Ausnahme. Es gibt ja von diesen Helfern verschiedene. Lass mal Jungen in Ruhe. Und es gibt von diesen Helfern auch welche, die Plasmawaffen haben. Und das Problem ist, bei Plasma, ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder ob es tatsächlich so gedacht ist, wenn die mit Plasma rumschießen, das verletzt einen. Und Plasma ist relativ stark. Das heißt also, man tut sich mächtig weh. Und deswegen habe ich mir auch angewöhnt, wenn so ein Helfer kommt, der Plasma-Waffen hat, dann bringe ich den generell um. Weil da verletzt man sich selber mehr, als dass sie einem helfen. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Ganz klar. Danke. Ich höre Kidnapper, sind relativ viele. Achso, ja, wenn sie zu weit von einem entfernt sind, dann spawnen sie sich einfach zu einem. Wahrscheinlich wollten sich da die Entwickler keine Mühe machen bei der Pathfinding-Literie. Sondern haben einfach gesagt, gut, wenn man es nicht schafft, zu einem zu finden, dann spawnen sie einfach. So, damit haben wir die Map als solches mal fertig. Deswegen werde ich jetzt hier das eine Secret ausheben. Oh. Das war tatsächlich noch ein Gegner, ich glaube ja. So. Gut, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht wirklich, weil wir haben bereits über 200. Das ist schon relativ traurig. Aber gut. Okay. Das war's. Na dann. Ja, wie gesagt, wie ihr seht, die ersten Maps sind relativ kurz. Aber ist ja sowieso egal. Da ich ja zeitbasiert hochlade. So. Bis zur nächsten Episode.